Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich war nämlich letztens wieder mal unterwegs mit Pupsi und wir haben wieder Burger entdeckt. Ich esse ja so gerne Burger, der Adi natürlich auch, der ist wieder auf den Tisch gesprungen. Und ich habe was gesehen, was nicht normal ist, was lustig aussah, was gut designt ist, wo ich keine Ahnung habe, wie ich das zubereiten soll. Das ist nämlich zum einen hier dieser Kebab-Style-Burger in so einer hässlichen Tüte drin. Manche, die sind ja in so einer Plastikverpackung, die nehmen die raus, macht die warm. Andere, die sind in so einem komischen Mikrowellenbeutel, wo ihr mit dem Beutel zusammen das warm macht und dann verbrennt ihr euch schön an der Tüte. Das steht komisch drauf, aber dazu gleich mehr. Wir haben nämlich nicht nur den Kebab-Style-Burger, wir haben auch, der tritt nämlich an gegen den Currywurst-Style-Burger. Das fand ich cool. Einen alleine hätte ich gerne genommen. Jetzt haben wir sogar beide, weil Kebab gegen Currywurst. Wer wird gewinnen? Da bin ich interessiert. Ach, da bin ich gespannt. Jedes Mal labere ich hier. Und hier unten steht nämlich dabei, Ecken abschneiden, Produkt inklusive Verpackung, Mikrowelle 120 Sekunden. Und es steht auch hier hinten, Zubereitungsempfehlung, die Ecken wie vorgegeben abschneiden. Dann das Produkt mit Verpackung für 120 Sekunden bei 600 Watt in der Mikrowelle zubereiten. Gab es übrigens im Lidl. Jetzt frage ich mich, weil da steht, die Ecken wie vorgegeben abschneiden. Wir gucken mal hier vorne. Ich sehe schon mal nichts. Hier, ich sehe auch nichts. Aber zum Glück hat das Teil ja vier Ecken. In der dritten ist auch nichts. Und hier ist auch nichts. Da ist ein Pfeil, aber der Pfeil zeigt nur den Serviervorschlag, wie man das machen soll. Da ist im Prinzip auch auf der Rückseite, auf allen vier Ecken, ist nichts angezeichnet. Auch bei dem anderen nicht. Deswegen finde ich das gut, die Ecken wie vorgegeben abschneiden. Was heißt wie vorgegeben, Mann? Auch wenn ihr hier unten guckt, bei der Instruction, wie ihr das macht, steht einfach nur Ecken abschneiden, zack, und dann seht ihr einen Burger ohne Packung. Also wie vorgegeben die Ecken abschneiden. Was heißt das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt also diese Ecke hier oben abschneiden. Ich werde diese Ecke hier oben abschneiden. Wir werden diese Ecke abschneiden. Und, passt auf, wir werden diese Ecke auch noch abschneiden. Jetzt haben wir hier so eine Tüte, wo ihr an allen Seiten reingucken könnt, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Oh, der riecht auf jeden Fall schon mal richtig gut. Da fliegt auch, glaube ich, das ganze Fleisch runter. Das machen wir jetzt mit dem anderen auch. Bei dem Currywurst, wir werden diese Ecke abschneiden. Wir werden diese Ecke abschneiden, diese Ecke und diese Ecke werden wir auch, es geht nicht, abschneiden. Und jetzt gucken wir, wir riechen hier mal rein. Das riecht gerade einfach nur nach Brötchen, nach kalten, gammeligen Brötchen. Der Kebab-Burger riecht schon mal besser. Jetzt hauen wir das noch in die Mikrowelle, melden uns gleich zurück, wenn wir essen, gell? Enten! Die Burger sind also jetzt fertig, der Currywurst und der Kebab-Style. Ihr stimmt jetzt mal ab, welchen ich zuerst essen soll. Currywurst oder Kebab, schreibt es mal in die Kommentare. Ihr habt Currywurst gesagt, gut, dann nehme ich Kebab. Weil der Currywurst könnte ja scharf sein. Und dann, wenn ihr so eine Schärfe habt und dann was nicht scharf ist, dann verfälscht das den Geschmack. Also müssen wir erst das Normale essen, was nicht scharf ist und dann das, was scharf sein kann. Ich habe das jetzt hier auf dem Teller, diese zwei Tüten. Da tue ich den Currywurst einfach mal hier rüber packen. Und den anderen, den Kebab, schneide ich jetzt mal quer übers Bild einfach auf. So, damit ihr seht, wie ich das meine. Jetzt ist der Teller natürlich sauheiß. Ich habe den jetzt hier aufgeschnitten so. Ich schneide da nochmal dran rum. Das gefällt mir noch nicht. Die Schere macht nichts. Gar nichts. Ich schneide auch nochmal in die andere Richtung und in die vierte Richtung. Zum Glück gibt es vier Richtungen. So, ich habe das im Prinzip jetzt sozusagen
aufgeschnitten. Das sieht jetzt also so aus. Also wie immer bei Ramses Kitchen ist man das ja gewöhnt, dass es richtig appetitlich aussieht. Einfach nur richtiger Matsch, richtiger Brei. Es ist auch ultra heiß an der Hand, so dass ich es immer zu runterwerfen muss. Ich weiß auch, was soll das da unten sein? Ist das alles Fleisch? Alles, was da raushängt, ist Fleisch und das Brötchen unten drunter ist auch noch irgendwie vollgesuppt. Das heißt, ich stelle es trotzdem mal kurz hier rüber und mache den Currywurst auf, bevor ich mir noch 10-mal die Hand verbrenne. Den machen wir auch in beide Richtungen. Einmal links, einmal rechts. Ne? So, der sieht auf jeden Fall ordentlich aus. Der sieht annehmbar aus. Ihr habt ja einfach den Burger. Da ist Würstel drauf. Huch, gleich fliegt's runter. Das sieht auf jeden Fall nicht so pervers aus wie der andere. Ist aber auch heiß. Vielleicht können wir den ja zuerst probieren. Nein, wir lassen das noch ein bisschen abkühlen. Beißen gleich rein. Ich experimentiere hier mal. Tu das extra mal hier aufmachen. Tu den daneben legen. Tu den auch mal aufmachen und dann... Was ist das denn? Können wir euch mal zeigen, wie das hier aussieht, weil das nämlich irgendwie richtig eklig aussieht. Also einen Schönheitspreis haben sie schon mal nicht gewonnen. Das also hier der Currywurst-Style-Burger. Ja, genau. So, das also der Currywurst-Style-Burger mit 3 Bratwürstchen, Bratwurst-Heck und hier der Kebab-Burger. Das ist Fleisch und das soll das Kraut sein, Rotkraut. Es hängt auf jeden Fall im Deckel. Es hängt hier, es sieht einfach richtig aus wie drauf gekotzt. Also richtig ekelhaft auf jeden Fall. Es riecht auch plötzlich sehr unangenehm und richtig muffig. Ich frage mich, wer sowas isst. Wir müssen aber trotzdem zuerst den... Wir können ja mal so ein Fetzen Fleisch hier. Das soll ja das Fleisch sein von dem Kebab. Huch. Das probieren wir jetzt mal. Hat irgendwie eine Konsistenz wie so gehacktes. Also so gehacktes aus dem Glas. Schmeckt irgendwie total süß. Süß und salzig gleichzeitig. Also so richtig wie Döner würde ich das jetzt nicht sagen oder outen. Ich weiß ja nicht, was hier diese schmierige Soße, die da drauf ist. Ist das Soße? Ist das vom Rotkraut weggeschmiert? Das Brötchen ist auch weich. Man könnte denken, das war mal gefroren und ist dann aufgetaut. Und dann wurde es warm gemacht, aber das war ja nie gefroren. Das schmeckt trotzdem so richtig mehlig und frampfig. Was habe ich da wieder gemacht? Wir versuchen den mal hier hochzunehmen. Aufzunehmen. Boah, der ganze Boden. Was ist das? Ich verstehe das nicht. Da ist ja so Soße mit dran. Es ist so... Könnte so eine Art Senf. Senfsoße sein, so ähnlich. Schmeckt auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. So, ich habe den Kebab-Burger jetzt nochmal auseinanderklabustert. Das ist jetzt also die Unterseite, die total weich und schmierig ist. Das ist die Oberseite, die sieht genauso aus im Prinzip von dem Belag. Wir klappen das jetzt nochmal zusammen. Ich habe aber den Verdacht, wenn wir das alles zusammen essen, dass es dann irgendwie... sich kombiniert und trotzdem besser schmeckt als gedacht. Und vor allem eben ruft Pupsi an, ich gehe ran, sie legt auf, ich rufe zurück, sie geht nicht ran. Jetzt ruft Pupsi wieder an, ich bin doch hier am Arbeiten, jetzt muss ich gleich wieder zurückrufen. Aber erstmal beißen wir hier rein und probieren mal, wie der schmeckt. Hätte ich nicht gedacht. Ihr habt wirklich das Fleisch und dieses Kraut und dieses warmweiche. Von hier sieht es aus, wie als wäre da Käse dran. Habt ihr schon mal einen guten Hamburger mit Käse, okay. Und plus Fleisch drauf, weil Döner hat ja eigentlich keinen Käse.
Also solchen Käse nicht. Aber diese Kombination jetzt dabei, dieses Fleisch mit dem Kraut auf dem Brötchen, das schmeckt eigentlich wieder richtig gut. Es sieht mal richtig ekelhaft aus. Aber es schmeckt. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Wie gesagt, bin eigentlich überrascht. Schmeckt doch tausendmal besser in dieser Kombination, als er eben aussieht. Jetzt schauen wir mal, was der Currywurst-Style-Burger kann. Auch hier das Patty, das Bun natürlich. Ihr habt hier dazwischen lauter Käse kleben, lauter Käse zusammengematscht. Unten, das ist wieder einfach total weich und total schmierig und eklig. Oben, das ist richtig trocken. Da mal Würstchen. Ich glaube, die Würstchen an sich schmecken bestimmt nicht so gut wie das Fleisch eben. Würstchen sind sowieso immer, das ist glaube ich Schwein, müssen sowieso fettig sein. Das Fleisch eben war ja trotzdem irgendwie so Pute, war zart, war halt nur total süß und salzig gleichzeitig. Aber hier haben wir ja eigentlich eine Tomatennote dabei, eine Curry-Tomatennote. Wir sind also gespannt. Bis jetzt schmecke ich eigentlich gar nichts. Man merkt ein bisschen Bratwurst in der Mitte. Bratwurst mit einem schmierigen, weichen Brötchen. Also so ein Burger-Feeling kommt gar nicht auf, überhaupt nicht. Und von dem Curry merke ich auch nichts. Ich habe mir da jetzt richtig was schön scharf Tomatiges gewünscht. Das ist auch völlig die falsche Wurst, meiner Meinung nach. Hier wird alles so cheesy, käsig außenrum. Hätten sie einfach so Bockwurst genommen. Dann schön so eine Curry-Tomatensoße draufgeknallt. Ein Brötchen drumrum. Eine Currywurst auf Brot gemacht. Aber so, ich finde diese Bratwürste haben was von dem Nürnburger von McDonald's, aber der ist auch nicht so mein Geschmack. Das auch nicht, da finde ich auf jeden Fall den Kebab-Style-Burger tausendmal besser. Ihr merkt doch einfach überhaupt nichts. Ihr merkt keine Schärfe, ihr merkt keine Tomate. Und das ist der reinste Frampf. Da bereue ich schon wieder, das überhaupt gerade zu essen. Wenn ihr das nicht kennt, ihr könnt es ja trotzdem mal probieren, eure eigene Meinung bilden. Wie gesagt, gibt es im Lidl. Der Currywurst-Style Burger mild und der Kebab-Burger-Style. Kebab-Style-Burger, wie gesagt. Das war es von meiner Seite aus erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ach, peace out, Vorhaut, euer Ramses.